Teil 2 – Internationale Studienchancen 2.3 – Das internationale Studium. Sie hören ein Interview mit drei Gesprächsteilnehmern über das internationale Studium. Sie hören dieses Interview einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 bis 18. Hören Sie nun den Text. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussagen richtig oder falsch sind. Markieren Sie die passende Antwort. In unserer heutigen Sendung geht es um das internationale Studium. Ein internationales Studium hat das Ziel, ausländische Studenten hierzulande sowie deutsche Studenten im Ausland zu fördern. Ich begrüße hierzu meine Gäste, Frau Strom, parlamentarische Staatssekretärin, und Herrn Johnson, einen Gaststudenten aus den USA. Frau Strom, hat das Studium in Deutschland größere Attraktivität für Ausländer als früher? Ja, das kann man so sagen. Nach öffentlichen Angaben studieren 190.000 Ausländer an deutschen Hochschulen. Und laut einer internationalen Umfrage steht Deutschland jetzt auf dem 3. Platz der attraktivsten Studienländer. Deutschland hat Australien schon auf den 4. Platz verdrängt und folgt gleich auf die USA und Großbritannien, obwohl es nur wenige englische Studiengänge in Deutschland gibt. Die deutsche Ausbildung genießt weltweit einen guten Ruf. Immer mehr Ausländer wollen die deutsche pädagogische Qualität erleben. Herr Johnson, Sie sind einer dieser Ausländer. Warum haben Sie sich entschieden, nach Deutschland zum Studium zu kommen? Vor 2 Jahren habe ich mich zufällig über das Parlamentarische Partnerschaftsprogramm, also abgekürzt PPP, informiert. Das Programm gehört zu den ersten deutsch-amerikanischen Austauschprogrammen und läuft schon seit über 20 Jahren. Damals hatte ich gerade meine Ausbildung als Steuerfachgehilfe in meiner Heimat abgeschlossen und das Stipendium beantragt. Glücklicherweise konnte ich diese Chance ergreifen. Wie haben Sie sich am Anfang Ihres Deutschlandsaufenthaltes zurechtgefunden? Am Anfang war das sehr schwierig. Ich kam nach Deutschland mit nur sehr geringen Sprachkenntnissen. Auf dem Campus konnte ich noch einige englischsprachige Fächer belegen und mit meinen deutschen Kommilitonen auch Englisch sprechen. Aber es gab immer wieder Missverständnisse mit Deutschen im Alltagsleben. Seitdem ich bei einer deutschen Familie als Gast wohne, verbessert sich meine Ausdrucksfähigkeit und jetzt kann ich fließend mit Deutschen plaudern. Frau Strom, an wen richtet sich das Programm PPP eigentlich? Traditionell sind natürlich kaufmännische Berufe charakteristisch für das PPP sowie die Fachrichtung von Herrn Johnson. Aber es gibt zunehmend auch Bewerber aus handwerklichen und technischen Bereichen, zum Beispiel aus den neuen Berufsgruppen Grafikdesign, Medien und dem IT-Bereich. Leider sind sämtliche medizinische Berufsgruppen von der Bewerbung ausgeschlossen. Und wenn wir jetzt zurückblicken, wie mobil sind denn die deutschen Studenten? Wohin gehen sie? Und gehen sie überhaupt viel ins Ausland? Deutsche Studierende haben eine beachtliche Mobilität. Im Jahr 2011 gab es global betrachtet rund 2,7 Millionen Studierende, die zum Studium ins Ausland gingen. Wir haben eine sogenannte Exportquote von 2,9% erreicht, während Großbritannien nur 1% hat und die USA sogar nur 0,2%. Also eine ganz geringe Auslandsmobilität. Wir wollen diese auch weiter steigern. Einerseits werden die Austauschprogramme weiterentwickelt, die die besten ausländischen Kandidaten zu einem Studium nach Deutschland anziehen. Andererseits werden deutsche Studenten mit Nachdruck unterstützt, ins Ausland zu gehen, zum Beispiel durch Stipendien.
Das Auslandsstudium bedeutet auch höheren Zeitaufwand. Lohnt der Aufenthalt diesen Aufwand? Der lohnt sich eindeutig und ich kann nur die guten Zukunftsaussichten der Studenten bestätigen. Einer Studie zufolge liegt die Arbeitslosenquote von Jugendlichen, die das Programm PPP durchlaufen haben, bei nur 1%. Man kann also kaum von Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe sprechen. Bessere Sprachkenntnisse und Selbstständigkeit im Ausland sind immer gefragt auf dem Arbeitsmarkt. Sehr schön. In diesem Sinne können wir das PPP nur beglückwünschen und weiterhin viel Erfolg wünschen. Liebe Gäste, vielen Dank für Ihr Gespräch. Überprüfen Sie jetzt Ihre Lösung. Ende Teil 2.